Ganz herzlichen Dank für die Einladung mal. Ganz herzlichen Dank der Brigitta und dem Ueli, die das ermöglicht haben. Aber auch ein Merci für alle die, die hinter den Kulissen da mitgearbeitet haben, dass der Abend möglich wird. Das ist ja immer sehr viel mehr als das, was man gerade so sieht. Das ist für uns beide, denke ich, ist das wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, eben so ein bisschen über die Werke von Andres Brütsch zu reden. Dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den Stein besiegt, du verstehst. Das Harte unterliegt. Diese Verse stammen aus Brechts Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration, geschrieben 1939. Und sie stehen als Motto vor dem zweiten Werk, das Andres Brütsch publiziert hat, vor diesem Werk Peter Wulp, Mein Name Peter Wulp. Und das ist ja auch das, das auf dem Plakat zu sehen gewesen ist. Ich möchte aber zuerst noch einmal zurückkommen auf diese Verse und sie ein bisschen einordnen, weil das scheint mir ziemlich wichtig. Die Legende erzählt, wie der weise Lao Tse im hohen Alter seine Heimat verlässt. Und zwar deshalb, weil er mit den Zuständen dort nicht mehr einverstanden ist. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruhe, denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Und er gürtete den Schuh. Er packt also seine wenige Habe zusammen und verlässt das Land in Begleitung eines Jungen. Am vierten Tag wird er dann von einem Zollbeamten angehalten, der ihn zunächst fragt, ob er etwas zu verzollen hätte. Lao Tse aber ist arm, was der Junge aber erklären kann. Er antwortet für ihn, er hat gelehrt. Auf die Frage, was er denn rausgekriegt habe von diesem Lehren, also eine sehr materielle Frage, was er rausgekriegt hätte, lautet dann eben die Antwort, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Also etwas völlig Immaterielles, die Erkenntnis aus sehr, sehr vielen Jahren Nachdenken und eben Lehre. Ich möchte diese Verse, die eben auch am Beginn als Motto über diesem Werk stehen, so stehen lassen und dann am Schluss noch einmal darauf zurückkommen. So viel dazu. Ja, und nun zum Gast, den ich da ja eigentlich heute Abend moderiere, aber ich musste das voransetzen, weil mir das so wichtig erscheint mit dieser Lao Tse, mit diesen Lao Tse-Versen. Ich habe mir natürlich überlegt, wie ich dich vorstellen soll. Ich habe jense Internetseiten angeschaut und habe mich dann aber dazu entschlossen, für die Vorstellung von dir so ein bisschen mich auf deine Homepage abzustützen. Sie fasst knapp das Wesentliche zusammen und auf weitere Punkte, denke ich, werden wir dann später zurückkommen. Andres Brütsch arbeitet während mehr als 30 Jahren als Autor, aber auch als Produzent, vor allem von Werbe-, Dokumentar- und Spielfilmen. Er ist außerdem Regisseur und Kameramann, also eine ausgesprochen breite Palette. Mit seiner Produktionsfirma Topic Film AG hat er sowohl in der Schweiz als auch in den USA produziert. Dazu ein bekanntes Beispiel, der Film über das Leben von Elisabeth Kopp. Er wurde anlässlich des Todes im Frühling wieder im Fernsehen ausgestrahlt. Für seine Filmarbeiten durfte Andres diverse nationale und internationale Auszeichnungen entgegennehmen. In seiner ehrenamtlichen Funktion als Präsident des Vereins Zürich für den Film war er maßgeblich für die Errichtung der Zürcher Filmstiftung verantwortlich. Er war während vieler Jahre zusammen mit dem Zürcher Stadtpräsidenten, Vizepräsident des Stiftungsrats und Vorsitzender der geschäftsleitenden Ausschusses. Er war außerdem für viele Jahre Gastdozent für Storytelling an der Hochschule Luzern. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. 2021 erschien dann der erste Roman Schiffbruch
Das ist dieses Buch hier. Du hast also Genre gewechselt sozusagen. Und ein paar wenige Jahre später, nämlich im Jahr 2023, folgte dann der Roman Mein Name Pedro Wulp, erschienen bei Edition Howeg. Du wohnst in Zug und auch am Lago Maggiore. Du interessierst dich außer für Film und Schreiben für Architektur und Kunst. Du zeichnest täglich, was ich auch erst seit ganz kurzer Zeit weiß. Dann möchte ich hinzufügen, Andres kocht ganz vorzüglich, davon konnte ich mich bereits überzeugen. Und wichtig sind ihm Stille, fast alle Tiere, wie er schreibt, und die Sorge um die Natur. Und besonders gut gefallen hat mir der letzte Satz auf der Homepage. Uneingeschränkte Freude hat er an seinem Enkel Max. Ich möchte sagen, diese autobiografische Skizze ist eigentlich viel zu bescheiden, aber es geht ja jetzt auch darum, im Laufe des Abends noch den einen oder den anderen Hinweis dazu zu geben und vor allem aufgrund dessen, was wir jetzt heute zusammen diskutieren, dann auch zu merken, was da eigentlich alles noch erwähnt werden müsste. Nun, ja, möchte ich noch sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir diesen Abend hier zusammen bestreiten können. Wir haben schon einmal eine Kurzvorstellung machen können, eine sehr kurze Vorstellung eben auf den Plistago-Inseln. Und dass das nun in diesem Rahmen etwas ausführlicher möglich ist, freut mich ganz außerordentlich. Vielen Dank. Ja, und nun kommen wir direkt zur Literatur. Also ich wurde schon sehr viel über mich gesagt. Ich glaube, wir fangen gleich mit dem an, worum es geht, mit dem Buch. Sein Name Pedro Wolp. Ich lese Ihnen die Seite 0 des Buches vor. Passau, 14. September 2019. Ich sehe dich nebenan im Bett. Du schläfst und du, der du kaum sprichst, hast im Traum geredet in einer Sprache, die ich nicht verstehe. So hast du mich aufgeweckt. Du bist mein Vater und obwohl ich eine erwachsene Frau bin, kenne ich dich seit erst 2 Wochen. Zusammen auf meinem Motorrad, das wenige Gepäck im Seitenwagen, machten wir eine Reise dem Fluss entlang. Seit 5 Tagen spüre ich dich im Rücken, ab und zu bei einem Rotlicht oder wenn wir auf der Karte nachschauen, welche Straße möglichst nahe dem Inn entlang führt, steigt mir der Geruch deiner von der Sonne aufgeheizten Lederjacke in die Nase. Dann wiederum spüre ich deine Arme sich an mir festhalten und ganz selten höre ich deine heisere Stimme an meinem Ohr. Meist sagt sie nur Piano. Anfänglich hatte ich das nicht verstanden. Piano, Lina. Da gab es kein Piano, bis ich endlich verstand, was du mit Piano meintest. Langsam, aber auch leise oder nimm dich in Acht. In jedem Fall. Das Wort passt zu dir. Dein Bett im Gasthaus Wilder Mann steht nahe beim Fenster. Die dicke Spinne, die ich gestern Abend oberhalb der Türe beobachtet hatte, ist weg. Du schläfst ruhig. Draußen wird es Tag und ich sehe dein Gesicht im Profil. Deine Nase ist wie meine, nur etwas größer. Man sagt, dass Nasen und Ohren ein Leben lang wachsen. Und man sieht, dass deine Nase 34 Jahre älter ist als meine. Wir sind am Ziel unserer Reise in Passau, wo sich Inn und Donau vereinen. Der Inn ist größer, stärker. Und dennoch heißt der Fluss fortan die Donau. Das Männliche unterliegt. Die Donau, hast du mir erklärt, hat uns stets verbunden. Doch wie hätte ich das all die Jahre wissen können?
Du hast schon gesagt, es ist die Seite 0. Ist also dem Roman eigentlich vorangestellt. Und diese Seite 0 bildet zeitlich den Schluss der Geschichte. Sie ist also unmittelbare Erzählgegenwart, datiert auf den 14. September 2019. Der zweite Teil der Tagebucheintragung der Protagonistin unter diesem Datum befindet sich dann am Schluss des Werkes. Es folgt dann anschließend nur noch der Epilog. Nun ist natürlich die Frage, was geschieht dazwischen? Und ich denke, da kannst du uns am besten Auskunft geben. Ja, ich möchte nicht das ganze Buch verraten, weil ich ja hoffe, dass ich es dann auch mal noch lesen. Aber es geht darum, dass eine junge Frau, die lebt in Budapest, stellt eines Tages fest, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist. Sie stellt dann ihre Mutter, doch die Mutter verstrickt sich in Lügen und Behauptungen, die nicht stimmen. Die Tochter ist dann beschäftigt mit dem Gedanken, wer könnte mein Vater sein, und per Zufall entdeckt sie eine Schrift, einen Schriftzug in einem Museum in Wien, wo sie hinreist mit ihrem Freund. Und dieser Schriftzug zeigt ihren Namen, Lina. Und sie hat, als sie ihre Mutter dann stellte und fragte, wer ist mein Vater, und sie sich da verwickelt in Ausreden, ist ihr ein Foto in die Hand gefallen. Und auf diesem Foto sieht sie ein Kinderbett. Und auf diesem Kinderbett ist die genau gleiche Schrift. Und sie sagt sich dann, dahinter muss mein Vater stecken. Und sie ist entschlossen, ihren Vater zu suchen. Und somit beginnt dann die Geschichte. Sie fährt letztlich mit einem Motorrad, mit Seitenwagen los und endet im Engadin und sucht dort ihren Vater. Das ist also eigentlich die Geschichte. Es geht halt im Ganzen geht's darum, wie geht man mit der Wahrheit um, respektive wie mit der Lüge. Und das ist der Inhalt der Geschichte. In dem Sinne ist es ein ähnlicher Inhalt wie bei meinem ersten Buch, worauf wir dann zu reden kommen. Wie geht ein Mensch um mit der Lüge? Und das hat mich fasziniert und das ist eigentlich der Inhalt. Oder? Ja, ich möchte dem eigentlich kaum etwas beifügen. Vielleicht noch Folgendes. Das Buch ist wunderschön illustriert von einer Künstlerin, Livia Gnos. Es sind Bleistiftskizzen, sehr, sehr zarte Skizzen, die nicht illustrieren, aber die Stimmung in dem Buch immer wieder sehr, sehr gut wiedergeben. Also wenn man so ein paar Seiten liest und dann kommt wieder so eine Bleistiftskizze, dann kann man sehr schön eigentlich die emotionale Lage und die Stimmung dann eigentlich darin wiedererkennen. Es ist also unglaublich schön illustriert. Darf ich dazu was sagen? Bitte. Die Lina, das ist die Hauptdarstellerin, also die Hauptperson, die redet nicht gerne. Sie kann auch nicht sehr gut reden. Deswegen zeichnet sie. Und sie nimmt auf ihre Reise ein Heft mit. Und diese Zeichnungen sind eigentlich ihre Empfindungen, die sie auf dieser Reise hat. Nicht niedergeschrieben, sondern in Bildern ausgedrückt. Ja. Vielen Dank. Also, ihr habt gesehen, wir werden da etappenweise als Leserinnen und Leser mit der Hauptfigur Lina eben vertraut gemacht. Das Elternhaus von diesem Mädchen ist lieblos. Die Mutter geht stundenweise der Beschäftigung in einer Kita nach, meint man über lange Zeit. Der vermeintliche Vater sitzt nur vor dem Fernseher, sobald er zu Hause ist, und ist unzufrieden und grollt. Lina ist also in jeder Hinsicht sich selber überlassen. Eine verständnisvolle und auch liebevolle Erwachsene findet sie in Anna. Anna ist die Freundin einer Mutter. Sie arbeitet als Holzrestauratorin. Und als Lina dann zu Hause ihren Wunsch bekannt gibt,
dieses Handwerk zu erlernen, kommt es zur Katastrophe. Und dazu hören wir nun einen Abschnitt. Er, also der Vater, er saß vor dem Fernseher, als Lina nach Hause kam. Sie holte sich in der Küche eine Cola aus dem Kühlschrank. Eva, das ist die Mutter, saß am Küchentisch und lackierte ihre Nägel. Im Aschenbecher vor ihr rauchte eine Zigarette. Wir müssen reden, sagte Lina kurz. Warum? Bist du schwanger? Sie nahm einen Zug. Nein, aber wir müssen reden. Du, Papa und ich. Jetzt. Eva kümmerte sich weiter um ihre Fingernägel. Lina ging ins Wohnzimmer. Missmutig drehte Bela den Fernseher leiser. Bela ist der Vater. Kann das nicht warten? Eva kam dazu und setzte sich auf das gelbe Sofa. Offenbar nicht. Reg dich nicht auf. Schwanger ist sie nicht, oder? Lina hatte sich vorgenommen, wie Anna zu reden. Langsam, einfache Sätze. Doch sie verhaspelte sich nach wenigen Worten, wiederholte Nebensächliches, vergaß Wichtiges. Was soll der Unsinn, fiel ihr Bela ins Wort und verschluckte sich an seinem Bier. Habe ich je solche Kurse besucht? Ich, der ich nicht einfach alten Ramsch renoviere, sondern im Studio ganze Wohnungen aufbaue? Nicht eine einzige Stunde habe ich mit solch unnützen Kursen vergeudet. Eva versuchte zu beschwichtigen. Was willst du mehr, als dass deine Tochter in deine Fußstapfen tritt? Bela geriet außer sich. Vermutlich hatte er eben seinen Einsatz verloren. Was heißt da meine Tochter, brüllte er. Wenn sie meine Tochter wäre, käme ihr solcher Humbug nicht in den Sinn. Vor lauter Ärger drückte er versehentlich die Off-Taste des Fernsehers. Bleierne Stille in der muffigen Stube, die jetzt noch enger wirkte. Was war das? Fragte endlich Lina. Mach den Fernseher an, befahl Eva aufgeregt. Bele stand mit rotem Kopf vor dem schwarzen Bildschirm und drückte mit seinen breiten Fingern auf der Fernbedienung herum. Was hast du gesagt? Lina ging auf Bela zu. Die Porzellanvitrine schepperte. Frag doch deine Mutter, maulte er. Bleich stolperte Lina ihrer Mutter nach, die in die Küche abgehauen war. Dabei stieß sie versehentlich den Fernseher um. Am Boden liegend strahlte er in Belas wütendes Gesicht, während der Moderator begeistert weiterschwafelte. Sag mal, spinnst du? Fluchte Bela und versuchte, den Fernseher wieder auf den Sockel zu stellen. Eva saß wie eine weiche Stoffpuppe auf dem fettigen Plastikboden in der Küche und rauchte. Ich will die Wahrheit, sagte Lina ruhig. Eva begann zu heulen. Steh auf, hör auf zu flennen. Lina riss das Fenster auf. Eva erhob sich mühsam. Setz dich hin. Eva gehorchte und sank auf den rot-schwarzen Küchenhocker. Sie zündete sich die nächste Zigarette an. Ihre weißen, fleischigen Hände zitterten. Lina stand am Fenster. Gib mir auch eine. Im Wohnzimmer ging das Wetten weiter. Der exaltierte Kommentator verkündete einen Gewinner. Lina lehnte sich an den Fensterrahmen und beobachtete Eva, wie sie sich mit dem Handrücken Tränen abwischte. Beide rauchten. Dann Lina. Stimmt das? Eva schaute aus verheulten Augen zu ihrer Tochter auf. Was er sagte? Ihre Frage ging in einem Hustenanfall unter. Stimmt das? Fragte Lina nochmals. Eva hustete heftiger, als könnte sie so einer Antwort entkommen. Lina drückte die Zigarette aus und verließ angewidert die Küche. Warte, rief Eva ihr nach. Das ganze Haus stank nach Zigarettenrauch. Das tat es immer, aber es hatte Lina noch nie so gestört wie gerade jetzt. Evas Fichtenspray machte dies alles noch unerträglicher. Lina stand jetzt draußen auf dem Vorplatz unter dem Wellblechdach. Sie starrte an die gegenüberliegende Hausfassade mit dem graublauen Rautenmuster.
Durch die Quartierstraße jagten sich Teenager auf ihren frisierten Mofas. Das aufgeregte Geschwätz des Fernsehmoderators drang aus dem Wohnzimmer. Er war nicht ihr Vater. Gut, ja, gut ist er das nicht. Sie hasste ihn. Kein Wunder, sie hatte mit diesem Rüpel nichts zu tun. Seit 5, 6 Jahren kannte sie ihren Widerstand ihm gegenüber und sie hatte sich geschämt für ihre Gefühlskälte gegenüber ihrem vermeintlichen Vater. Diese Kälte hatte sie auch gegenüber anderen Männern, selbst gegenüber ihrem Lehrer Kodai, obwohl der ihr stets helfen wollte und vielleicht der bislang einzige Mann war, der sie je verstanden hatte. Dass sie selbst gleichaltrige Jungen ablehnte und sich dabei schlecht fühlte, hatte wohl auch nur mit ihm zu tun, Bela. Ihm galt ihre Männerwut, die in ihr immer wieder hochkam und die sie nicht unterdrücken konnte. Wie den Schleim bei einer Erkältung. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Kostprobe von diesem, von dieser wirklich sehr, sehr tragischen Situation, in die dieses Mädchen hineingestoßen wird. Und gleichzeitig hat man da auch gesehen, wie kunstvoll diese Figuren gearbeitet sind. Wir haben 3 kennengelernt. Diese Lina, die da immer die Ruhe behält, leise spricht, wenig spricht. Wir werden darauf noch zurückkommen. Die Mutter, die da dann auch doch ein wenig irritiert und schockiert ist, aber doch immerhin noch so viel ja, Kraft behält, dass sie an ihren Fingernägeln herumlackieren kann. Und der Vater, der Nicht-Vater, der die ganze Zeit ausrastet und herumbrüllt. Das ist jetzt hier in konzentrierter Form zu hören gewesen. Also wir haben ganz stark differenzierte und unterschiedlich angelegte Charaktere. Die Lina ist eine Figur, die Hauptfigur, die sehr mit ganz feinen und differenzierten Pinselstrichen gezeichnet ist. Und die beiden Elternteile eigentlich, ja, die haben so, die sind etwas mehr holzschnittartig. Ja, und mich würde das nun interessieren, es ist ja ein unglaubliches Netz von Figuren, es sind sehr viele Figuren in diesem Roman, wie du diese Figuren selber siehst und vor allem, wie du dieses Netz erarbeitet und gestaltet hast. Es ist eine Frage, die ich nicht mal so leicht beantworten kann. Ausgegangen bin ich ja von dieser Geschichte eines Vaters, der seine Tochter oder seine Kinder nicht mehr sehen darf. Und das ist der Kern der Geschichte. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wo ist diese Tochter? Also wo leben diese Kinder? Und dann habe ich mir vorgestellt, dass die beispielsweise von einer Mutter stammen, die der Vater im Engadin kennengelernt hat. Und zwar in einer Bar oder in einem Restaurant. Und ich habe mir vorgestellt, dass diese Dame eventuell aus dem Osten kommt, weil der Vater ein schüchterner Mensch ist. Und dann habe ich mir einfach ausgedacht, ja, wie lebt die, was für ein Umfeld lebt die? Und dann habe ich diese Idee gehabt mit dem Fluss. Der Inn, der fließt ja durchs Engadin. Und der Inn fließt dann letztlich auch durch Budapest, als Donau. Es ist das gleiche Wasser. Das ist der eine schöne Gedanke, dass eigentlich der Vater und diese Tochter unwissend irgendwie eine Verbindung hat. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Gleichzeitig ist die Tochter aufgewachsen in einer absolut weiten Landschaft, hauptsächlich einer ebenen Landschaft, stammt aber aus einem Bergtal, also diese Gegensätze. Und dann habe ich auch mir überlegt, dass der Vater vielleicht eine unwahre Welten schafft. Er arbeitet in einem Filmstudio und baut dort Dekors, also baut Wohnungen oder weiß ich was. Und alles ist ja eigentlich nicht echt, so wie auch sein Leben nicht echt ist. Es sind so kleine Parallelen.
die mir gefallen und die auch ein bisschen mehr ausdrückten, ja, was der Hintergrund der ganzen Sache ist. Weil interessant ist, und das muss ich selber sagen, finde ich immer wieder spannend, ich beschreibe die Personen nicht. Ich beschreibe nicht ihr Aussehen. Man weiß nicht, wie die Leute aussehen. Aber ich glaube, jeder und jeder, der das Buch liest, hat sein eigenes Bild von diesen Personen. Man weiß nicht, ist die Lina groß oder ist sie klein? Ist sie dunkel oder blond? Oder ist sie... Man weiß nicht. Man weiß nicht. Ich habe es bewusst so gemacht. Dass... Und das ist eigentlich auch wichtig beim Schreiben. Es gibt Bücher, und ich kritisiere da nicht Kollegen oder Kolleginnen, die beschreiben zu viel. Und wenn man zu viel beschreibt, dann wird der Leser müde, weil er kann seine eigene Fantasie gar nicht einsetzen. Es ist also eine Kunst, zu wissen, wie viel lasse ich weg und wie viel gebe ich bekannt. Und so habe ich mehr atmosphärisch die Leute geschaffen und nicht quasi visuell, physisch. Sind sie alle... Man weiß vielleicht, dass der Vater ein bisschen breite Finger hat, aber das ist schon ziemlich viel gesagt. Sonst verrate ich nichts. Und dann bleibt der Leser am Ball und will und macht seine Welt. Das ist das Wichtige. Der Leser muss seine eigene Welt schaffen. Und deswegen darf man nicht zu viel erzählen. Die Kunst des Weglassens. Bin ich ein bisschen abgewichen. Ja, nein, das ist ganz etwas Entscheidendes, was du sagst. Und wir werden ja auch noch darauf zurückkommen, wie sind denn diese Figuren eben dann charakterisiert, nicht? Und ja, ich schlage jetzt aber vor, dass du den nächsten Abschnitt liest, weil es kommt ja dann unmittelbar danach, möchte ich eben auf diese Frage eingehen, wie die Figuren eben durch was sie charakterisiert sind. Und es wäre jetzt aber vielleicht gut, Lina zu zeigen in diesem Moment, da. Nein, denn da, in ihrem Moment da. Größter Verwirrung auf der Suche nach ihrem Vater. Sie geht dann nämlich mit dem Motorrad von Budapest los und fährt also in sehr kurzer Zeit diese vielen hundert Kilometer, kommt dann in Schulz an, hat aber überhaupt keine Ahnung, ob sie den Vater findet, und sie hat da noch nicht einmal eine Ahnung, ob es ihn überhaupt gibt und ob er noch lebt. Sie geht also da eben, wie du ja gesagt hast, diesen Schriftzeichen nach, die sie in Wien gesehen hat und die identisch sind mit dem Foto, das die Mutter ihr dann eben überlassen hat. Und sie kommt in Schulz an und befragt alle möglichen Leute, stößt aber absolut auf eine Wand des Schweigens. Sie merkt, dass da ist irgendetwas, aber niemand will ihr Auskunft geben. Und den Abschnitt, den wir jetzt gleich hören, steht übrigens ziemlich in der Mitte des Romans. Das sind ja, wenn man so einen Text etwas genauer anschaut, ja auch immer so Eckpunkte, nicht? Also der Anfang, der Schluss und um zu Symmetrien, und diese ganz zentrale Stelle, die Ankunft in Schulz, die steht ziemlich genau in der Mitte des Romans. Also wir sind in Schulz auf einem Zeltplatz. Unweit hört sie ein Auto wegfahren, vermutlich dieser Jan. Ein Hund bellt, gleich darauf ein anderer. Schließlich sucht Lina im feuchten Zelt nach Seife und Badetuch. Jetzt lange duschen. Auf dem Weg zu den Holzkabinen sieht sie Durin, wie er eine Glühbirne in die Lampenfassung über der Türe schraubt. Hast du mir eine Zigarette? Fragt Lina. Rauchen wir eine zusammen? Schlägt er vor. Sie setzen sich nebeneinander auf die Bank. Morgen wird's kühl, sagt er. Was wollte der? Kennst du ihn? Ich kenne seine Frau, eine Ungarin. Ich weiß. Da kennen sich ja alle, sagte sie zynisch. Logisch. Durin lächelt verlegen. Nur den Peter Wolp kennt keiner, will keiner kennen. Gurdin sagt nichts. Lina drückt ihre Zigarette aus. Warum schickst du mich zu Olga Raget? Das weißt du selber. Und dass ich mehr nicht weiß, auch. Durin gereizt.
Er erhält eine SMS, schaut kurz auf sein Telefon, um es gleich wieder einzustecken. Mittlerweile weiß ich es, sagt sie. Was? Fragt er. Dass sie die Schwester ist. Ah, die Schwester. Von wem? Von dem Mann, den ich suche, verdammt. Von meinem Vater. Ach was, lass mich mit dieser Geschichte in Ruhe. Dorin verdrückt sich wohl wortlos in sein Büro. Lina geht zu den Duschkabinen. Was hatte sie sich vorgestellt? Dass sie 900 Kilometer nach Squall fahren würde, um dort unter einem Türbogen einen Mann anzutreffen, der seit mehr als 20 Jahren auf seine Tochter wartet? Nein, sie ist nicht blöd. Aber eine derart albtraumartige, gespenstige Geschichte, wie sie sie hier erlebt, hätte sie sich nicht ausdenken können. Allerdings, langsam ergibt sich ein Bild. Unpassend darin ist dieser Jan. Was tut er bei Doreen? Sie duscht. Wie sie auf dem Weg zurück zu ihrem Zelt an Courtines jetzt hell erleuchtetem Büro vorbeikommt, ist er am Telefon. Lina setzt sich auf einen Baumstrunk neben ihrem Zelt und isst vom Trockenfleisch, das sie bei Claudia zu ortsüblichem Preis, also für viel Geld, gekauft hat. Nebst einer kleinen Flasche Feldliner und Knäckebrot. Alle scheinen sich zu kennen, nur den Peter Wolf kennt niemand. Diesen Peter Wolf, der auch nicht Roman Krameri heißt, wie ihre Mutter quatschte. Warum nicht? Weil ein Krameri, egal was er verbricht, nicht ins Gefängnis kommt. Ihr Vater aber schon, gemäß ihrer Mutter. Claudia von der Post hatte, ohne es zu wissen, einiges geklärt. Lina schreibt in ihr Tagebuch. Papa, bin ich am richtigen Ort? In diesem Bergtal, das mich sonnig empfangen hat und das mir jetzt furchtbar eng und abweisend erscheint? Wo versteckst du dich? Oder wer versteckt dich? Bist du nahe? Oder stelle ich mir das nur vor? Ich weiß ja nicht einmal deinen Namen. Du bist mein Vater und ich kenne deinen Namen nicht. Wie heißt du? Ja, das ist natürlich auch eine ganz zentrale Stelle in Bezug auf diese Wand des Schweigens, die das Mädchen hier vorfindet. Man spürt förmlich, wie schwierig sich das alles anlässt. Und man muss sich auch vorstellen, sie spricht ja die Sprache nicht. Also es geht alles über Englisch und das ist zusätzlich eine weitere Schwierigkeit. Und was ich finde an diesem Abschnitt, ist sehr, sehr schön abzulesen, wie das Sprachenthema in dem ganzen Roman abgehandelt wird. Und das ist jetzt eben eine von diesen Charakteristika der Figurenbeschreibung, die du anwendest. Du hast gesagt vorhin eben, du zeichnest deine Figur nicht, indem du ihren Kopf oder ihre Kleidung oder die Haare beschreibst oder so, sondern es geht über andere Dinge. Und das kann man hier sehr, sehr schön sehen. Ich gebe vielleicht ein paar Beispiele, bevor ich dann die Frage an dich weitergebe. Also grundsätzlich ist das Thema Sprache ein ganz, ganz zentrales bei allen Figuren und das wird auch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt und ganz differenziert gestaltet. Die Figuren sind sehr stark durch ihre Sprache charakterisiert. Ich gebe ein paar Beispiele dazu. Lina, die Hauptperson zum Beispiel, die tut sich schwer mit Reden. Sie kann keine klaren Sätze bilden. Sie verheddert sich immer wieder. Sie kommt nicht dahin, wo sie möchte. Es ist alles für sie sehr kompliziert. Und man sagt ja auch immer wieder, sprich doch mal so, dass man es versteht. Die Mutter, wir haben sie schon kennengelernt, die ist schwatzhaft. Sie spricht überraschend. Sie ist aber auch lügenhaft. Und der Stiefvater Bela dagegen spricht fast nicht. Und wenn er etwas sagt, dann ist es grob. Er schaut vor allem fern, also die Sprache kommt aus einem anderen Medium, er produziert sie nicht selber und spricht dann eben in der Wut aus, dass Lina nicht die eigene Tochter ist. Soweit ein paar Beispiele und eben, also man merkt ja förmlich, dass dieses Charakterisieren der Figuren für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ja, also es ist auch sehr schön, wie du das alles herausliest. Das muss ich auch sagen. Das freut mich natürlich sehr, dass du das so interpretierst.
Das ist auch im Sinne, wie ich es wollte eigentlich. Es gibt eine Person, die redet. Und die haben wir bis jetzt noch nicht kennengelernt. Und die Lina hat sie auch noch nicht kennengelernt. Und diese eine Frau, die gerne redet und gut redet, das ist die Schwester von ihrem Vater. Und da löst sich dann auch quasi das Geheimnis auf. Darf ich ganz schnell etwas dazwischen reden? Sie braucht sehr lang, bis sie dann redet. Also das ist ja auch eine unglaubliche, bis sie sie dann endlich empfängt und dann redet. Ja, das ist absolut richtig. Also die verweigert sich. Die verweigert sich komplett am Anfang und irgendwann merkt sie, es geht nicht mehr anders, ich muss auspacken. Weil sie weiß ja alles. Aber bis sie das tut, ist es eine große Hürde. Und die Lina, die geht da mehrmals zu diesem Haus hin, wo diese Gänse rumwatschen und sie immer anquaken. Und bis dann endlich diese Olga so weit kommt, dass sie mit der Wahrheit an den Tag kommt. Weil sie lebt, wie alle in diesem Dorf, eigentlich mit der Unwahrheit. Oder ganz viele in diesem Tal mit der Unwahrheit. Eine Frage noch zu, oder eine Bemerkung noch zum Vater von Lina. Weil das ist ja auch interessant. Sprachlich haben die beiden ja dann keine Kommunikationsmöglichkeit. Und wie du vorhin sehr schön gesagt hast, vielleicht verstehen sie sich gerade deshalb. Also der Vater spricht kein Englisch und Lina spricht keine Sprache, die der Vater versteht. Sie sind dann trotzdem gemeinsam unterwegs und verstehen sich eigentlich wirklich sehr gut. Aber sie verstehen sich nicht zuletzt auch in ihrer Sprachlosigkeit, was aber heißt, dass sie sich auf einer emotionalen Ebene eben dann verstehen. Sehe ich das richtig? Das siehst du sehr richtig, ja. Ich finde das auch sehr schön, dass eine Beziehung entsteht zwischen dem Vater und der Tochter, eine nicht-verbale, die nicht auf der Sprache aufgebaut ist, sondern auf dem, was sie eben verbindet als Vater und Tochter. Es gibt eine Person, die ist in Anführungszeichen normal, was das dann auch immer heißt. Und vielleicht möchtest du dazu noch etwas sagen, die Anna. Das ist eben auch sprachlich interessant. Das ist diese Mutter der Freundin, die Tischlerin ist, also nein, Entschuldigung, die Restauratorin ist. Und Lina möchte eben dieses Handwerk lernen. Ja, diese Frau ist sehr wichtig. Die ist ja praktisch der Mutterersatz, könnte man sagen. Und ich finde das auch schön, dass sie eine selbstständige Frau ist. Sie ist zwar verheiratet mal, aber ist längst nicht mehr verheiratet und hat eine Werkstatt, in der sie alte Möbel restauriert. Und das hat natürlich auch was Hintergründiges, weil sie restauriert ja praktisch auch die Vergangenheit mit ihrem Willen und ihrer Überlegenheit restauriert sie gewissermaßen auch das Leben von der Protagonistin. Sie löst eigentlich das aus. Und sie spricht wenig das sagt ja die Lina auch mal, sie möchte gerne so reden können wie die Anna. Ruhig, überlegt und konzentriert. Klare Sätze. Ja, klare Sätze. Genau. Ja. Sie nimmt sie auch selbst als Vorbild, indem sie sagt selber von sich, sie möchte gerne so sprechen können. Ja. Das Sprechen oder Nichtsprechen, das ist das eine. Und das eben Verstecken durch Nichtsprechen, du hattest vorhin angetönt, ein Problem, eine Unwahrheit, eine Lüge zudecken, das ist dann das andere. Und du hast auch schon erwähnt, dass es da eben ganz, ganz stark in diesem Text auch um Lüge, um Aufdecken von Lügen, um Lebenslügen geht. Und dieser Punkt wird dann in folgendem Abschnitt thematisiert. Vielleicht kannst du, möchtest du zuerst noch generell etwas dazu sagen, bevor wir dann zu diesem Abschnitt kommen, zu diesem Lügenthema. Das ist ein ganz zentraler Punkt in dem Ganzen. In dem ganzen Roman. Ja, also eigentlich geht es ja nur darum,
oder dass die Leute die Wahrheit unter den Tisch halten. Und das ist vielleicht, darf ich da hier einen kleinen Exkurs machen, das ist an sich interessant, weil das in diesem Tal auch sehr stark passiert. Das ist ja das Engadin. Also ist nicht das einzige Tal, das passiert, aber dort passiert das sehr klar. Und ich, kleine Nebengeschichte, das Buch wurde bestellt von der Buchhandlung in Schulz, 45 Exemplare. Ich wurde eingeladen zu einer Lesung und das war alles schon abgemacht. Und die Buchhändlerin hat mir gesagt, sie könne mir nichts bezahlen. Aber ich so, ist mir egal, kommen wir trotzdem gerne. Also, aber ich könne bei ihr dann in der Wohnung, könne ich ein Wochenende wohnen. Also das ist ja wunderbar. Also alles sehr nett und freundlich und innig. Dann kommt eine Mail, ein paar Tage später. Darin steht, ich kann das heute noch auswendig, habe das Buch Leuten vom Tal gegeben. Sie finden es gefährlich. Dann habe ich gesagt, ihr habt zurückgeschrieben, gesagt, das ist ja eine Fiktion. Ich verstehe das nicht ganz. Sagt sie, ja, sie finden das auch, aber sie geben mir noch Bescheid. Dann geht es 10 Tage, da höre ich nichts mehr. Kommt eine Mail, Lesung abgesagt. Alle Bücher werden retourniert. Also es war, das kennt man sonst eigentlich nur von Russland oder solchen Ländern. Aber das war so und das heißt, man will einfach mit der Wahrheit nicht an den Tag. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Und der ist leider viel realer, als man sich das wünschte. Vielleicht solltest du jetzt doch ein bisschen verraten, warum man das Buch dann eben zurückgeschickt hat, weil das wäre natürlich aus dem bisherigen Kontext nicht unbedingt klar. Also wo dann die ganz besondere Lüge ist, die dieses Tal betrifft. Es geht ja da nicht nur um die Suche nach dem Vater. Ja, nee, es ist wichtig, was du sagst. Ihr Vater hatte ein kleines Baugeschäft. Und er war in einem Verbund drin mit anderen Baugeschäften in Engadin und hat gesehen, wie da einfach gemogelt wird. Wer kriegt welchen Auftrag, für wie viel und wer kriegt ihn nicht. Und der Kleine kann die Renovation machen, wir bauen die große Brücke und so weiter. Also es ist ein Kartell. Und der Vater hat dann gesagt, ich mache da nicht mehr mit. Und dann ist die Katastrophe passiert. Dann wurde er einfach ausgebremst. Und das kommt im Buch nicht wahrheitsgemäß vor. Das Buch ist eine Fiktion. Ich habe das auch nicht nachgeforscht. Aber es ist offensichtlich viel näher bei der Realität, als ich selber wusste. Weswegen jedenfalls die Engadiner gesagt haben, das Buch gibt es bei uns nicht. Das ist ein bisschen lächerlich. Man kann es ja irgendwo herbestellen, wenn man will. Und es ist dann noch sogar noch weitergegangen, weil dann haben die gesagt, ja, die Unterengadiner, die sind alle ein bisschen so, aber wir machen eine Lesung in Samaden, im Tor. Da war ich auch schon eingeladen, schon praktisch auf den Zug. Da heißt halt, stopp, geht auch nicht, abgesagt. Also es ist wirklich eine fast panische Angst, ist da ausgebrochen, was dieses Buch betrifft. Also es ist fast nicht zu glauben. You know? Also ich hoffe, ihr habt das Buch gelesen, Brigitta und Uli, dass ihr wisst, auf was ihr euch eingelassen habt. Nein, siehst du, deshalb kannst du jetzt darüber in den Steffisburg reden. Das ist doch sehr schön. Es gibt übrigens einen, die Weltwoche hat dieses Thema, sogar das ist nicht mein Lieblingsblatt, überhaupt nicht, aber die Weltwoche hat dieses Thema aufgenommen und hat einen ziemlich guten Artikel geschrieben über diese Thematik. Also ausgehend vom Buch.
Aber das ist der Hintergrundgeschichte. Also es wirft mehr Wellen, als man sich, und ich denke auch, als du dir ursprünglich gedacht hast. Habe ich nie gedacht, ja. Ja, trotzdem, also meine Aufgabe ist ein bisschen vor allem das Literarische an diesem Buch herauszuarbeiten. Und das ist derart facettenreich, dass ich jetzt da eigentlich gerne ein bisschen darauf zurückkommen möchte. Und diese existenzielle Suche nach Wahrheit wird eben in dem folgenden Abschnitt thematisiert. Genau. Lina hört den Insekten zu und den Wind in den Tannen hinter ihr. Vielleicht müsste sie mehr lauschen in ihrem Leben. Als Kind hatte sie oft gelauscht, doch hatte das stets etwas Unerlaubtes an sich. Sie lauschte an der Tür, um zu vernehmen, was Eva und Bela schwatzten. Verbotenes, Gehässiges. Dabei ist Lauschen eher eine Art von Wertschätzung. Der Musik lauschen, sagt man. Und das heißt, sich ihr widmen. So wie sie jetzt der Natur lauscht und erst in diesem Moment erkennt, wie schön sie ist. Was für ein Gegensatz zur ebenen, durch einzelne flache Hügelzüge unterbrochenen Weite, in der sie aufgewachsen ist. Lina legt sich in die Wiese, die übersät ist von Blumen in kräftigen Farben. Was hält sie hier oben fest? Der Glaube, ihren Vater zu finden? Was erhofft sie sich von diesem Vater? Ist er als Mensch vielleicht gar nicht so wichtig? Ist viel eher wichtig zu wissen, dass es ihn überhaupt gibt? Ist das für mich das Wichtigste? Wichtiger als wer und wie er ist? Würde die Gewissheit, ich habe gespürt, dass hier irgendwo mein Vater ist und tatsächlich, da ist er, ausreichen? Möglich. Und dann sagst du, hallo Papa, und er sagt, hallo Tochter. Ungefähr so blöd oder eben nicht blöd, wie es Tibor gesagt hatte. Nein, es ist mehr. Es ist das, was auch Anna spürt. Deshalb hat sie mir gesagt, geh, selbst wenn du 9000 Kilometer fahren musst, geh. Sucht sie die Wahrheit, weil sie die Wahrheit braucht, um jetzt als Erwachsene ihr Leben gestalten zu können, aufbauend auf Wahrheit und nicht auf Betrug. Denn Eva hat mich betrogen, sich selber und mich. Den einzigen, den sie vermutlich nicht betrogen hat, ist Bela. Ich möchte gerade diesen Betrugsgedanken aufgreifen, und zwar in dem Zusammenhang, wie es vorher schon angetönt wurde, die Figuren sind nicht durch Pinselstriche gezeichnet, wie man das sonst oft kennt, sondern eben durch verschiedene andere Mittel, die Sprache, das haben wir gesehen. Und hier komme ich zu den Gegenständen. Und diese Figuren haben alle Gegenstände zugeordnet, die ihrem Charakter sehr entsprechen. Und jetzt haben wir gerade vom Betrug am Schluss gehört. Und in diesem Zusammenhang die beiden Eltern, beziehungsweise die Mutter und der vermeintliche Vater, diese Eva, beziehungsweise auch der Name ist falsch, sie heißt eigentlich Ildiko, die hat eine Schmetterlingsmaske. Also etwas unglaublich Flatterhaftes, auch etwas Verbergendes, eben eine Maske, das auch ihre wahre Identität dann eigentlich oder ihre wahre Tätigkeit verbirgt. Wir haben diesen Bela und dann noch, sie hat Schmuck, aber der Schmuck ist unecht. Also auch da, sie hat, das ist das einzig Echte eigentlich an dieser Frau, sie hat aus dem Engadin, das war ein Geschenk, also das hat sie sich sozusagen, es musste ihr Mann ihr unbedingt kaufen, ein Langenthaler Porzellanservice. Das hat sie mitnehmen können und das ist eigentlich das einzige echte Stück an dieser Figur. Interessant, das hat das auch überlebt, die Reise überlebt. Und der vermeintliche Vater, dieser Bela, du hast es schon angetönt, der ist Kulissengestalter, also er macht Ausstattungen für Fernsehen, für Theater, für Film und so. Und das wäre ja noch eins, aber die ganze Wohnung ist damit angefüllt. Also die ganze Wohnung ist eigentlich, hat keine echte Ausstattung. Es ist nichts, was irgendwie auf eine Familientradition verweist oder Möbelstücke, die die beiden gemeinsam irgendwie eingekauft
sich gestaltet hätten, sondern die Wohnung sind Versatzstücke aus dieser Arbeit als Kulissenmacher. Requisiten. Requisitenmacher, Entschuldigung. Ja, und jetzt die Frage an dich, kannst du uns etwas sagen über die beiden Hauptfiguren, die habe ich ja jetzt ausgelassen, eben über Lina und ihren Vater, welche Gegenstände da eine Rolle spielen? Die sind ja dann ganz, ganz anders charakterisiert. Ja. Also die Lina hat ja ihre Tagebücher, die ihr auch entwendet wurden, und ihre Zeichnungen. Sie drückt sich sehr stark dadurch aus. Und ihr Vater im Zustand, wie wir ihn dann kennenlernen, lebt er eigentlich abgekapselt von der Welt. Er hat sich verabschiedet von der Welt gewissermaßen und lebt und ist komplett konzentriert auf Kalligrafie. Also es ist eine Art auch des Ausdrucks, also er schreibt so, dass sich die Schrift immer mehr nur noch in Linien ausdrückt. Das ist eine Metamorphose von einer Schrift zu eigentlich nur noch Bewegungen. Also es ist eigentlich eine Umsetzung, es könnte auch Musik sein. Es ist jetzt bei ihm, sind es Bewegungen, die er zeichnet. Und das verbindet auch die beiden, also den Vater und die Tochter miteinander. Es sind also sehr stille, weil sie haben ja eine nonverbale Kommunikation, aber darüber können sie sich eigentlich verstehen. Und das ist... Es ist da etwas Echtes, weil eine Handschrift ist ja eigentlich etwas sehr Persönliches und das sind ja gewissermaßen Ausdrücke von einer Handschrift. Das ist die Idee dahinter. Ja. Es gibt dann auch ein Spielzeug, das dann mit der Zeit zum Vorschein kommt bei der Schwester. Und bei dieser Schwester Olga, die dann auch das Geheimnis lüftet. Und es ist Spielzeug, das dieser echte Vater dann für dieses Mädchen gemacht hat. Und darunter ist eine kleine Figur, eine Marmotta, also ein Murmeltier. Und dieses Murmeltier setzt dann Lina auf Wunsch des Vaters am Schluss, als sie in Passau ihre gemeinsame Reise aufhören, setzt sie es auf den Fluss. Und irgendwann denkt sie, wird das dann auch Budapest erreichen. Also das ist ein unglaublich schönes Bild eben auch. Der Vater hat es für das Mädchen geschnitzt und es bleibt nicht bei ihr, aber es verbindet dann eben die beiden über den Fluss, aber davon dann später auch noch mehr. Ich denke, wir sollten jetzt vielleicht noch das Ganze ein bisschen auflösen und Olga da noch sprechen lassen in diesem letzten Lektüreabschnitt. Ja, also wie du gesagt hast, die Olga, die ist eine Knacknuss, die will anfänglich überhaupt nicht reden, weil sie eigentlich mit niemandem mehr redet. Die ist ein bisschen durchgeknallt, könnte man sagen. Aber letztlich ist sie die Rettung und sie redet dann und klärt sehr vieles auf. Und die wohnt in einem Haus drin, das ist so halbwegs abgefackelt und hat dort noch ihre Gänse und ein paar Hasen. Olga... Da ist sie jetzt, also die Lina ist jetzt bei der Olga. Olga hat Kaffee gemacht und so sitzen sie bald zu zweit am Tisch, essen Brot von gestern mit Butter aus dem Kühlschrank und Marmelade aus dem Garten. Selber gepflückt und gemacht, erklärt Olga. Teil 2, kurzes Lachen. Wie viele Teile hat wohl diese Geschichte? Ich hoffe, sie kommt je zu einem Ende. Sie streicht sich viel von der Marmelade auf die Brotschnitte, dann isst und redet sie gleichzeitig. Ich arbeitete im Lyzeum zu jener Zeit, unterrichtete Englisch und Geschichte. Arturo nahm als Jurist ein paar Mandate an, als Verwaltungsrat bei den Werkbaden, im Thermalbad, beim Elektrizitätswerk und so weiter. Er war schnell gut vernetzt und stieg in die Politik ein. Ich sollte schwanger werden, wurde es nicht, nur immer älter. So wurden wir zur reinen Wohngemeinschaft, Arturo und ich. Dann starb mein Vater. Da war ich 37, habe ich dir schon erzählt. Kaspar war jetzt der Chef, Baugeschäft und Zimmerei, Kaspar André. Lina hört erstmals den Familiennamen ihres Vaters. Er heißt André? Ist das der Familienname? Wusstest du nicht, eh? Auch ich heiße André.
Olga Raquette Andri. Kasper Andri, wiederholt Lina. Kasper Andri. Olga streicht sich eine weitere Brotschnitte, teilt sie und schiebt die Hälfte auf Linas Teller. Iss, du musst essen. Es kommt einiges auf dich zu. Sie nimmt einen weiteren großen Bissen mit viel Konfitüre. Es lief gut im Betrieb, fährt sie mit vollem Mund fort. Bald hatte er 8 ausgebildete Arbeiter, Zimmerleute, Maurer, dazu Saisonniers, wenn nicht gerade Winter war. Arturo, also mein Mann, führte Kasper da und dort ein, nahm ihn zu Sitzungen mit, auch nach Zernetz, wo er sich mit Kollegen anderer Baufirmen traf. Wo war das, unterbricht Lina. Zernetz, ein Dorf an der Grenze zum Oberengadin, kleiner als Schkoll. Das Dorf, in dem der Capo seine Firma hat. Lina schaut verständnislos. Ein Zernetzer eben, der Capo, Hundefresser, so sagt man den Zernetzern früher. Der Capo, der Boss der Obergauner, heißt Krameri. Lina horcht auf. Ein paar Sekunden bleibt Olga ruhig. Dann. Ich weiß, dass du gemeint hast, dein Vater heiße Krameri. Das habe dir deine Mutter so erzählt, hat mir Durin berichtet. Das ist ein Hohn, grenzt an Blasphemie. Olga schlürft den Kaffee. Sie schlürft eigentlich alles, denkt Lina. Eier, Wasser oder Kaffee. Wie auch immer, fährt Olga fort. Die Firma Andri hatte zu tun, baute Brücken, Gemeindehäuser, machte Umbauten und viele Renovationen. Kasper verdiente entsprechend Geld und wurde von den Kollegen scheinbar geschätzt. Trotz allem, als Mensch blieb er einsam. Ich lud ihn oft zu uns zum Essen ein, doch so richtig gesellig war er nie. Er mochte auch Arturo nicht. Ursprünglich dachte ich, es wäre Eifersucht. Was nicht stimmte, Kasper hatte den wahren Arturo vom ersten Augenblick an durchschaut. Trotz seines Erfolgs schien sich keine Frau für Kasper zu interessieren. Im Dorf munkelte man, er sei schwul. Bis ihn eine fischte, eine Ungarin, die während des Tages im Grujal behalf, die Betten zu machen, um abends aufgetakelt hinter der Bar zu stehen, ohne die geringste Ahnung zu haben, was eine Bloody Mary ist. Eva, entfuhr es Lina. Ildiko, das war damals ihr Name, Ildiko. Olga holte Luft. Und ich weiß noch, wie die anderen Kaspars, Freunde, ihr zusteckten, der Schüchterne habe Geld und wäre zu haben. Und so flog ihr, dieser Ildiko, der Frau mit Oberweite, doch ohne Vergangenheit, die gebratene Taube mit Namen Kasper, direkt ins Maul. Kann ich aufhören. Ja. Ja, ich habe da vorhin mit dem letzten Mal auf die Uhr geschaut, beziehungsweise als ich gesehen habe, wie spät es ist, war ich ein bisschen erschrocken. Wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt vorschlagen, ich fasse ganz kurz den zweiten Roman zusammen, um einfach ein bisschen die Neugierde von euch zu wecken. Und dann möchte ich dir aber noch ein paar Fragen stellen, eben zu deinen die verschiedenen Metiers und wie die zusammenhängen. Ist das in Ordnung? Ja, alles ist in Ordnung. Und gebt ihr uns noch einen Augenblick. Sicher. Gut. Ja, vielleicht noch zum Abschließen zu dieser Olga, weil mit ihrer Charakterisierung eben auch noch diese Figurencharakterisierung insgesamt zusammenhängt. Also die Olga hat Gänse, man kann ja auch da noch ein bisschen in die Mythologie zurückgreifen. Gänse haben ja auch schon Verschiedenes gerettet in der Antike. Das ist das eine, aber interessant ist die Musik, weil die Musik spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Roman. Und Olga hört Tag und Nacht praktisch gregorianische Choräle. Und sie sammelt einen Kirchenschatz, den sie dann eben dem Kloster Mystae übergeben will. Also sie ist dort wirklich auf etwas ganz, ganz Echtem und Traditionsbezogenem. Das sind die Charakteristika von Olga. Und zum Beispiel die Lina, die hört so die jugendgerechte Musik, die geht in einen Club jeweils, in dem sie ab und zu auch arbeitet in Budapest und hört halt da so die gängige Jugendmusik. Also auch die Musik ist ein ganz wichtiger Charakterisierungsbestandteil in diesen Figuren. Und ja, es ist ja auch nicht erstaunlich, es ist ja auch ein Element, das dir sehr nahe steht.
Ein kurzer Blick auf Schiffbruch, ist Ja, das in genau. Ordnung? Das ist der erste Roman, dieser Roman hier. Und was sie für beiden verbindet, ist auch eben die Suche nach Wahrheit. Auch hier geht es um das Aufdecken von Lebenslügen. In beiden Romanen sind die Töchter der Anstoß eigentlich zum Aufdecken von diesen Lebenslügen. Im Gegensatz zum zweiten Roman geht es hier um eine intakte Familie, scheinbar intakte Familie, Mutter, Tochter, Vater. Es erweist sich dann aber auch, dass der Vater eben nicht der richtige Vater ist. Und dieser nicht richtige Vater ist nicht gerade ein Sympathieträger. Er ist Politiker und ist praktisch auf der Höhe seiner Macht. Er ist so einer, dieser so ein bisschen Haudegen-mäßig. Für ihn gibt es keine Probleme, man kann alles lösen. Und er ist sehr, sehr von sich selbst überzeugt. Also er ist der beste Jurist, er hat die beste Frau, er hat die beste Tochter, er macht die beste politische Arbeit. Also jemand, dem es nicht an Ego mangelt. Und nun geschieht, entschuldige. Jetzt hast du es vorweggenommen. Nein, das ist nicht Wir der kommen Ton. nicht Es ist also drauf. besser. Genau, ja, ich möchte dann noch auf die Frage zu sprechen. Ja. Das ist wirklich einer der Punkte an diesen Texten und deshalb kann ich die auch so wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Sie sind unglaublich aktuell. Also, das ist mir bei der Wiederlektüre jetzt vor ein paar Wochen nochmal extrem aufgefallen und ich würde sagen, nach vergangenen Mittwoch sind sie noch aktueller. Ja. Das nur noch nebenbei. Ja, also es ist dann so, dass Vorabend der Wahlparty, die er nicht so ganz brillant gewonnen hat, so wie er sich das vorgestellt hat, eben als Kantonsrat. Und am Vorabend dieser Wahlparty geschieht ein Unglück. Er fährt mit seinem Motorrad auf dem See und rammt einen Kajakfahrer. Und er ist einfach nicht in der Lage, sich mal kurz zu überlegen, was er jetzt tun soll. Und er fährt dann das Motorboot gegen die Bootshauswand, um einen Unfall vorzutäuschen. Und er flieht. Also er steht nicht zu diesem Unfall. Und dummerweise hat die Tochter, das ist auch wieder sehr interessant in Bezug auf Sprache, die Tochter, die liebt Unterwassergeräusche und die hat so ein Sonargerät. Und die hat dann mit diesem Sonargerät diesen Zusammenprall eben gehört und ist dann letztlich auch daran beteiligt, dass eben die Wahrheit ans Licht kommt. Die Familie bricht auseinander. Die Tochter erfährt dann auch, dass der Vater nicht der leibliche Vater ist. Er nimmt sich dann das Leben, als er in die Gänge getrieben wird und merkt, dass er eben als Politiker als Mensch völlig versagt hat. Die Mutter kommt für längere Zeit in eine psychiatrische Klinik und das Mädchen geht dann zum Studium weg. Und das passiert alles innerhalb von 18 Tagen. Also eine völlige Bankrotterklärung eigentlich eben auch von der Fähigkeit, Schuld zuzulassen, zu Schuld zu stehen und zur Wahrheit zu stehen. Sehe ich das richtig? Ja, vielleicht darf ich hier schnell sagen, was die NZZ geschrieben hat. Ein Stoff wie eine antike Tragödie kann der Mensch seinem Schicksal entrinnen, wenn er nur genug planmäßig vorgeht. Das ist hat die NZZ geschrieben. Und mich hat eben der gemeinsame Grundstrom von diesen Werken unglaublich fasziniert. In beiden geht es um Schuld, es geht um Verschweigen, es geht um Lebenslügen und eben das Aufdecken von diesen Lebenslügen. Und gerade im ersten Werk mit diesem Polit-Thriller, könnte man fast sagen, ist natürlich die Aktualität jetzt besonders hoch. Und man sieht auch ganz genau, wie solche Situationen zustande kommen. Und es läuft eigentlich sehr, sehr oft über die Sprache eben, über die Unehrlichkeit in der Sprache, über das Lügen und über das Verschleiern. Und das ist eben ganz genau etwas, was ungeheuer wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist, was Sprache, falsche Sprache, unehrliche Sprache, unwahre Sprache alles anrichten kann. Ja. Ja, das dieser kleine Exkurs, aber ich habe ja am Anfang gesagt, du bist da in ganz, ganz vielen Bereichen unterwegs und ursprünglich kommst du ja vom Film mit der Kamera, hinter der Kamera, auch als Produzent
Und da würde es mich nun interessieren, du hast ja nicht immer geschrieben, sondern du hast Anfang der 20er Jahre dann eben angefangen mit Schreiben und 21 ist dieser erste Roman erschienen. Wie hast du zu diesem neuen Medium gefunden? Ja, also geschrieben habe ich früher Drehbücher und auch. Und ich muss sagen, es hat was zu tun mit der Filmpolitik, die man in der Schweiz betreibt. Und da habe ich ursprünglich beim Schiffbruch habe ich gedacht, das könnte einen Film geben. Es könnte immer noch einen Film geben. Es gibt eventuell auch tatsächlich einen Film draus. Aber ich wollte die Geschichte so schreiben, wie ich sie schreiben will. Und das ist das Problem, das wir haben in der Schweiz, dass quasi das Filmschaffen demokratisiert ist. Das heißt, es reden dauernd Leute rein und verwässern eigentlich die Geschichten. Das ist eine pointierte Aussage, aber die ist leider auch wahr. Die Drehbücher, die gehen durch, man kann fast sagen, unzählige Kommissionen. Und in diesen Kommissionen sitzen Leute, die alle besser wissen, wie die Geschichte sein müsste. Und dann wird daran herumgehobelt. Und wenn irgendetwas mal Ecken und Kanten hatte, zum Schluss, nach alten Kommissionen, ist es irgendwie eine schlappe Badekappe. Und die wird dann verfilmt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Geschichte so fertig wird, wie ich sie mir vorstelle. Und deswegen ist es ein Buch geworden und ich bin auch froh darum, es ist ein Buch geworden und nicht ein schlechter Film mehr in der Schweiz. War eigentlich die Begründung. Und das gefällt mir. Schreiben gefällt mir, hat mir immer sehr gut gefallen. Es war auch immer mein Lieblingsfach in der Schule. Und ich war da auch immer ein bisschen bevorzugt worden von meinen Lehrern. Der eine war der Herr Klapproth, der hat mich immer alles Aufsätze schreiben lassen, wenn die anderen die Prüfung machen mussten. Das war immer schon ein bisschen meine Schwäche. Ich habe das Gefühl, dass du im Augenblick eigentlich die beiden Disziplinen nicht unbedingt parallel nebeneinander verfolgst. Also du bist im Moment eher am Ja, Schreiben. ich bin jetzt am Schreiben. Ich werde auch dabei bleiben. Ich habe ein Projekt für ein Bühnenstück im Moment, wo ich daran arbeite. Aber das ist dann eine andere Geschichte, ja. Und das ist ja näher unmittelbar am Film, an der Filmstruktur als ein Prosastück. Reizt dich das jetzt besonders aus diesem Grund oder ist es mehr der Stoff, der dich jetzt zur Bühne bringt? Es reizt mich schon auf einen kleinen Raum, und es wird eine kleine Bühne sein, auf kleinem Raum etwas, eine Geschichte abzuhandeln. Es ist ja reduziert mit den Mitteln, die man hat im Theater. Und ich kann ja nicht sagen, ich will das Schauspielhaus und kann Budget von ein paar hunderttausend Franken. Es ist nicht so, sondern es ist eine bescheidene Produktion, die auch dazu zwingt, dass man reduziert und abstrakt umgeht mit dem Stoff. Und das reizt mich jetzt besonders. Ja. Sagst du ein Wort zum Stoff oder ist das noch Ja, geheim? es geht um Giacometti, Alberto. Kann sagen, mein Gott, da denke ich schon 60 Bücher, was will jetzt der auch noch? Dann gibt es auch noch einen Film, einen schlechten. Es ist trotzdem, es ist eine ganz neue Art, es ist ein intimer Umgang mit Alberto Giacometti. Und ich bin seit Monaten eigentlich an dem Stoff und ich zeichne wie er. Also ich fühle mich wirklich in die Figur ein. Ich mache keine Skulptur, das kann ich nicht. Aber ich glaube, dass ich diese Figur, diese Person mittlerweile sehr gut kenne. Und es ist eigentlich so, dass das Stück fängt an mit einem Satz, der ungefähr so heißt: Mit 65 Jahren bin ich gestorben. Und dann geht's los.
Also er kommt nicht zurück, aber er hat noch was zu erzählen. Weil er ist ja mit 65 tatsächlich gestorben und er wollte das auch, weil sein Vater ist auch mit 65 Jahren gestorben. Er sagte immer, ich will sterben wie mein Vater. Und das ist an sich schon sehr speziell. Und dann geht ein Theaterstück los, was ihn zeigt, und ich denke, wie er war. Ja. Es ist sehr anspruchsvoll. Es ist ein bisschen verwegen vielleicht auch. Ja. Du sagst, für eine kleine Bühne steht die Bühne in dem Fall schon fest. Es ist so, es gibt eine Produzentin, die mich beauftragt hat mit dieser Arbeit. Das ist eine schöne Voraussetzung, habe ich noch nie gehabt. Das ist eine Riesenehre, Ja, also das ist diese eine große Gastrolle. Ehre und Ja, ich wirklich freue sehr mich auch. schön. Ja. Habe auch einen sehr großen Respekt vor dieser Arbeit. Ja. Ich hoffe, Sie werden es vielleicht mal sehen oder davon hören. Es dauert noch eine Weile. Ich möchte trotzdem noch mal zu Prosa zurückkommen. Du hast ja Storytelling unterrichtet an der Hochschule Luzern. Und hat dich das irgendwie in deinem Schreiben beeinflusst? Es geht ja darum, eben gute, konzise Geschichten erzählen zu können, also vor allem im Werbebereich. Und da habe ich mich gefragt, ob das für dich auch ein Punkt war, der vielleicht Schreiben oder eine gewisse Art des Schreibens ausgelöst haben könnte. Ja, also an der Hochschule Luzern, also geht es ja eigentlich um normal, also Kurzfilme oder auch längere Filme. Also die machen ja nichts mit Werbung. Es war für mich, hat mich gefreut, dass man mich für diesen Job, ich habe das über 20 Jahre gemacht, nebenbei angefragt hatte. Geschichten erzählen, das ist etwas wirklich verdammt Interessantes. Auch wenn man immer wieder merkt, dass es zum Schluss auf das Drei-Akt-Modell herauskommt. Sind immer letztlich diese drei Akte. Unser ganzes Leben sind ja drei Akte. Geboren werden, leben und sterben, drei Akte. Das ist in der Geschichte genau gleich, eigentlich. Man muss die Geschichten, und man kommt nicht drum herum. Jeder Witz, den Sie erzählen, hat drei Akte. Und das ist spannend. Und es hat auch, man kann nochmal sagen, man fängt mal mit Akt 2 an und dann bringt man an. Aber letztlich funktioniert es so. Und das war sehr interessant. Ich musste mich sehr präzise mit den Geschichten erzählen. Was macht es aus, auseinandersetzen? Und ich glaube, dass mir das beim Schreiben selber auch sehr hilft. Und das finde ich. Da bin ich auch sehr froh drum. Und ich habe jeweils erzählt, es ist eben auch eine Geschichte. Es gibt einen Satz von Hemingway. Und der heißt: For sale. Baby shoes, never worn. Und das löst so viel aus. Da kann ich mir alles vorstellen. Erstens mal, das ist vielleicht diese Baby shoes, den verkauft jemand. Das ist eine hoffnungslose Geschichte. Das ist eine Trauer in diesem Satz drin. Das ist unglaublich. Und man kann sich vorstellen, dass vielleicht das Kind gestorben ist und deswegen diese Schuhe nie gebraucht wurden. Und das ist eigentlich Storytelling, ganz reduziert, aber die Emotionen müssen ausgelöst werden. Und da haben wir vielleicht auch als Schweizer manchmal ein bisschen Hemmung, weil wir sind ja nicht emotional fähiger. Was eigentlich verdammt schade ist, weil es ist das Schönste, oder? Ich meine, jemand zu lieben und all das gibt ja nichts Schöneres. Oder? Aber wir haben da immer so ein bisschen Besshemmung, oder weiß ich was für Hemmungen. Und das müssen wir auch ein bisschen ablegen, denke ich, wenn man eben. Und es gibt, ich finde, der beste Schweizer Film der neueren Zeit, das ist auch so ein Film, den finde ich so gut, weil er so authentisch ist. Das ist ein Film von einem Freund von mir, das ist Freddy Maurer. Und das ist der Höhenfeuer. Nicht, ja, das Höhenfeuer. Das ist ein Film, der passt so gut zur Schweiz. Es ist
verspielt sind Menschen, die können nicht mal miteinander reden. Das ist ja auch typisch für uns Schweizer. Sehr oft sind wir richtig die großen Redner. Und der Film hat eine solche Kraft, weil er eigentlich einfach diese Liebe von diesen zwei Geschwistern erzählt. Großartig. Also da könnte ich stundenlang drüber reden. Das ist ein ganz interessantes Gebiet, das Geschichten erzählen. Was wir früher in der Schweiz so schön hatten mit den Sagen, das ist eine wunderbare Erzählform. Müssen wir wieder mehr an das denken. Und ja, also so freue ich mich eigentlich auf den Giacometti. Und ich habe auch ein anderes Thema im Kopf. Das ist ein Buch, das heißt Der Beifahrer. Und das ist die Geschichte von einer Frau, die unterwegs ist in Italien. Und wie sie beim Pavesi-Grill ins Auto steigt und losfahren will, sitzt plötzlich einer hinten im Auto. Dann geht's los. Voilà. In drei Akten. Ja? In drei Akten. Ja, genau. Das werden wir ja dann erfahren. Ja, ich denke, wir kommen langsam zum Schluss. Ich möchte einfach noch einmal betonen, was mich an beiden Romanen von dir so sehr fasziniert. Das ist der unmittelbare Bezug zur Gegenwart. Es wird verhandelt die Grenzen von Lebenslügen, von politischen Lügen und die Zerstörung, die dann eben durch diese Lügen privat und auch im öffentlichen Raum angerichtet werden. Es wird erzählt von unbegrenztem Machtbewusstsein, von Egoismus, von Intrigen. Es wird auch erzählt von einer abwertenden, brutalen, gewaltvollen Sprache, von Geschehenlassen von Unrecht auch, von Feigheit. Und das sind natürlich genau die Themen, die uns sehr umtreiben, gegenwärtig. Ganz zum Schluss zurück zum Motto dieses Buches. Man erinnert sich, Brecht aus der Legende des Buches Tao Te Ching auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration. Dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt, du verstehst, das Harte unterliegt. Wir haben gesehen, bei beiden Romanen spielt das Wasser in der Wahrheitsfindung eine ganz entscheidende Rolle. Einmal fährt diese Lina dem Fluss entlang. Das andere Mal ist dieses Unterwassersonargerät im See dafür verantwortlich, dass die Wahrheit aufgedeckt wird. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, Inn und Donau. Die Lüge, die Unwahrheit, das Harte, wenn man jetzt noch einmal auf diese Verse zurückgeht, unterliegt also letztlich gegenüber der Weichheit des Wassers. Und diese Zeilen, so perfekt sie als Motto zu diesen beiden Texten passen, gehen natürlich weit über diese unmittelbare Interpretationsebene hinaus. Und da die Frage zum Abschluss, was bedeuten sie dir persönlich, diese Zeilen? Und vielleicht auch noch, ja, ich denke, der Autor von diesen Zeilen ist wahrscheinlich auch eine Figur, die dir ziemlich am Herzen liegt. Ja, also Brecht hat man ja dann seinerzeit, als ich zur Schule ging, hat man das in der Schule gelesen, war mir immer sehr nahe. Und ich denke, dass dieser Satz, es ist ja auch, kommt noch ein anderer Satz vor, das Weibliche überwiegt. Also, und das hat ja eigentlich mit dem zu tun. Ich denke, wir sind, und ich hoffe wirklich auch in der heutigen politischen Situation, dass wir nicht in eine Epoche fallen, wo genau das Gegenteil passiert und das Starke, also das Harte, nur noch gewinnt, sondern dass eben das Weiche heißt ja nicht, dass es schwach ist. Das heißt eigentlich ganz und gar nicht, dass es schwach ist. Das heißt, es ist flexibel, es ist beweglich, es kann sich anpassen. Es ist vielfältig, es ist auch in der Form wandelbar. Und ich denke, dass dieses Denken wünschte man sich ein bisschen herbei, insbesondere in dieser heutigen politischen Situation, wo die Verhärtungen, wie es mir scheint, sehr groß werden, wieder gefährlich groß, finde ich.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist genau das, was man hier an den Schluss setzen sollte. Vielen Dank dir fürs Rede Ich und Antwort danke. stehen. Ja. Vielen Dank noch einmal an Brigitta und Uli für diese umsichtigen Vorbereitungen und alles, was damit zusammenhängt, dass so ein Abend überhaupt stattfinden kann. Und ein ganz herzliches Dankeschön ans Publikum. Wir haben die Geduld etwas strapaziert. Es gibt eine goldene Regel: man soll eine Veranstaltung auf 5 Viertelstunden ansetzen und dann wird sie die 90 Minuten nicht überschreiten. Und ich habe jetzt gesehen, wir sind bei 1 Stunde 25, also wir gerade noch in diesem idealen Schema drin mit eurer Geduld.